Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Mario Kart 8. Ich bin hier wieder mit dem lieben VA Andy, obwohl... Hallo Leute, und das ist natürlich auf meinem Kanal, aber ich wollte, dass mal Luigi auch begrüßt, das ist natürlich eine coolere Neuerung. Ja, und wir fahren heute den 150er CCM. Wollen wir mit Teams oder ohne? Sag mal du. Wir können ja mal mitmachen, einfach so, weil wir es noch nie gemacht haben. Einfach so. Ja, wir haben es ja nicht mal in einer abgekackten Aufnahme gemacht, gell? okay, machen wir alle Items ganz normal, Computer auf, ja, schwer, und alle Fahrzeuge. Aber heute will ich so eine etwas besondere Folge machen, also nicht nur so Standard, nämlich, wer hätte es anders erwartet, will ich ein bisschen über die Nintendo NX, beziehungsweise Nintendo Switch, glaube ich, heißt die anders genannt, reden mit dem guten Luigi. Ich hoffe, du weißt auch ein bisschen Bescheid darüber, oder? Ja, ich weiß nicht. Du hast es auch schon ein bisschen angeschaut, oder? Mhm. Ja. Okay, dann... werden wir dann im ersten Rennen drüber reden, also Cut bis gleich, Leute. Ja, echt. Also, hier sind wir wieder, Leute. Und willst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du mal an. Okay. Also, die NX wurde ja heute so eine Art Ankündigungstrailer gemacht um 16 Uhr. Wurde da so ein bisschen geteasert und man hat gesehen, es ist so ähnlich, wie sie es behauptet haben, nämlich, dass es eine Mischungskonsole werden soll zwischen Handheld und Ganzkonsole. Sprich, man kann ein Spiel auf der Wii, naja, nicht Wii U, in X halt so rein tun. Und dann kann man das aber irgendwie so dort abstecken und als Controller mitnehmen, als Gamepad-Controller gemischt. Und dann kann man das tatsächlich auch irgendwie unterwegs oder sogar im Flugzeug irgendwie spielen. Und das ist schon irgendwie krass, oder was findest du, wie sagst du? Ja, es ist wirklich ziemlich genauso, wie das die Leaks behauptet haben. Also, die hatten schon größtenteils recht. Also, die Gerüchte waren so ziemlich wahr, würde ich mal sagen. Und ja, also, willst du noch was sagen? Bist schön angehauen. Wie ich das finde, wolltest du noch wissen? Ja, wie du das findest, diese Idee, dass man jetzt auf einmal es so macht. Weil ich finde persönlich, das ist eine ziemlich gute Idee, weil die Wii U ist ja nicht gut angekommen, aber der 3DS, DS und so sind ja Bombe angekommen. Und deswegen finde ich, das ist eigentlich keine schlechte Idee, das so gemischt zu machen, dass man irgendwie die an der Konsole zocken wollen und auch die unterwegs zocken wollen, sozusagen zufriedenstellen zu können. Ja, ist gut, aber ich... Nee, immer nur zu Hause. Deswegen. Ja, ich bin auch so einer, der eigentlich fast nur zu Hause zockt, aber wenn du jetzt gerade mal zum Beispiel einen Termin hast und du aber gerade noch mittendrin bist und nicht speichern kannst, dann kannst du das ja einfach mitnehmen und dann da zocken bis zum Speicherpunkt oder so. Mhm. Es gibt, ist auch ziemlich, hat ziemlich viele Variationen. Ich meine, man kann da, hat irgendwie einen großen Controller, da kann man dann noch zwei Teile anstecken an Seiten, die dann noch einzeln abnehmen und alles. Ist ziemlich viel. Es gibt noch irgendwie einen extra Controller und da waren ganz schön viele Teile zu sehen. Verschiedene. Ja, vor allem auch bei diesem, wo der eine da in dem Flugzeug gezockt hat, da hat man irgendwie sehen können, dass der so zwei solche kleinen Controller in der Hand hatte und den Bildschirm wie so eine Art Tablet dahingestellt hat zum Zocken. Mhm. Weiß schon. Und das finde ich ehrlich gesagt sogar ziemlich krass, dass das scheinbar sogar so enorm weit reichen soll, scheinbar die Reichweite, dass man da sogar mit dem Flugzeug woanders hinfliegen kann und dann das trotzdem noch spielen kann irgendwie. Und es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh zu fragen und man kann wahrscheinlich noch nicht so viel dazu sagen, aber was hältst du von dem kurzen Ausschnitt von dem Super Mario NX, was da gezeigt wird? Ja, zu den Spielen würde ich sagen, kommen wir im nächsten Rennen, ne? Okay, also... Also, bis gleich, Leute. Der faked einfach meine Kuchenstunde. Ja, klar. Ne, ich fake natürlich, ja. Also, bis gleich. Das wollte ich jetzt unbedingt noch vor dem Cut sagen. So, da sind wir wieder in den knochentrockenen Dünen. Und wie ich schon im letzten Rennen angesprochen habe, wollen wir jetzt natürlich zu den Spielen kommen, die da so ein bisschen vorgestellt wurden. Zumindest so viel, wie wir halt jetzt im Rennen kommen. Ja, was wolltest du sagen, welches Spiel wir zum ersten besprechen wollen? Ja, meine Frage nochmal. Was hältst du von dem kurzen Ausschnitt aus Mario NX? Ach so, ja, aus dem neuen Mario, da 3D Mario, da was für NX erscheint, ne? Mhm. Oder... Switch, ich weiß jetzt nicht, wie sie im Endeffekt heißen soll. Ja. Ja, es sieht ziemlich, finde ich, sehr, sehr ähnlich eigentlich 3D-World, nur dass es irgendwie so bei dem Ausschnitt, der gezeigt wurde, irgendwie so ein bisschen die Ansicht hat, als ob Mario so aus, dass man ihn so aus Third Person so sieht, ein bisschen so, also von hinten. Ich muss sagen, als ich das gesehen habe, habe ich mir das erstmal zweimal angeguckt, weil ich dachte, hä, ist das jetzt 3D-World, was dann nochmal gezeigt wurde? Weil vorher hat man ja nochmal Mario Kart 8 gesehen und da dachte ich, wirklich ist es ja, 3D-World. Das dachte ich mir auch, weil das sah von der Grafik sah das eigentlich 3D-World ziemlich identisch aus. Mhm. Und auch die Gegenden, also die Kugelwilli und dieser, den man gesehen hat und so, das sah eigentlich alles ziemlich wie 3D-World aus.
Und ich dachte mir halt auch so, komisch, ist das jetzt ein Neuspiel oder 3D-World? Aber am Anfang war was ganz anders, da war so eine Fiesta mexikanische Welt. Echt, die hab ich gar nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich, die war, okay. War auf dem ganzen Bildschirm. Ja. Ja. Weil ich da halt vielleicht nicht aufgepasst, kann sein. Achso. Ja, achso. Und ja, es wäre aber cool, wenn sie neue Welten einbauen würden. Und ich habe hier gerade Link vor mir und das gibt natürlich auch sowas mit Link. So ein Spiel. Ja, aber ich will noch ein bisschen was über Mario sagen, nämlich, was denkst du, wird das jetzt für Mario werden? Denkst du, das wird wieder so ein standardmäßiges wie 3D-World? Oder denkst du, das hat doch irgendwie andere Dinge, dass es sowas wie Galaxy oder Mario 64 wird? Also Galaxy schließe ich jetzt mal aus, so wie das aussah. Es aber gibt sowas wie Mario 64 oder Sunshine oder whatever. Es gibt mehr oder weniger bestätigte Gerüchte, dass Breath of the Wild und das Mario NX dieselbe Engine benutzt. Also das heißt, dass die ungefähr ähnlich sein werden vom Spielprinzip. Und du meinst also, dass sie in Mario jetzt planen, so eine riesige Overworld zu machen, wie in Open World zu machen? Das wäre aber eigentlich mal eine ziemlich interessante Idee, in einem Mario Jump'n'Run so eine Open World zu machen, wo du dann entscheiden kannst, wo du hin willst. Ja, das wäre auch mal eine interessante neue Idee, muss man sagen. Ja, cool. Ja, und ich hatte schon wieder einen Blitz getroffen. In der Luft. Und der blaue Panzer geht auf dich. Bist schon wieder am Ziel. Ja, klar. Okay, im nächsten Rennen können wir dann über Breath of the Wild sprechen, vielleicht ein bisschen, weil, obwohl da jetzt in dem Trailer nicht so wirklich viel zu sehen war, außer am Anfang halt irgendwie so ein bisschen, was man aber schon eigentlich so kennt, überwiegend. Okay. Ja. Aber wir können ja trotzdem ein bisschen drüber reden. Mhm. Und dann will ich noch was ansprechen, da kennst du dich jetzt wahrscheinlich nicht so aus, aber alles im nächsten Rennen, also bis gleich. Da sind wir wieder, Leute, im dritten Rennen hier im Excitebike-Stadion. Und ja, wir wollten ja noch ein bisschen über Zelda Breath of the Wild reden. Ja, was gibt's da groß zu sagen? Da wurde eigentlich nicht recht viel Neues gezeigt, außer halt, wie Link wieder mit Corona, glaube ich, so ein bisschen über die Steppe geschritten ist. Aber was schätzt du, wird jetzt für die NX gleich zum Launch da sein? Also, weil es gab ja auch einige Titel, die so wie so eine Art Sport einfach aussahen, wie Mario Kart 8 oder Splatoon, aber andererseits sehen sie ja auch irgendwie ein bisschen anders und neuer aus, weil bei Mario Kart 8 gab es ja König Boohoo und scheinbar auch irgendwie so einen zweiten Slot oder so. Und bei Splatoon hat man ja gesehen, wie auch plötzlich man Handschuhe, Hosen und so neue Frisuren machen kann. Und das ging ja im Vorgänger noch nicht. Und deswegen frage ich mich, denkst du etwa, dass da so viele Spiele zu Launch kommen? Oder was würdest du schätzen, kommt am ehesten zu Launch neben Zelda Breath of the Wild vielleicht? Es wäre auf jeden Fall schlau, Mario Kart 8... Also Mario Kart zum Launch zu bringen. Und mir ist das gar nicht aufgefallen mit dem König Boohoo im Trailer. Mir ist nur das mit dem zweiten Item-Slot aufgefallen. Und ja, und mir ist eben nur das mit König Boohoo aufgefallen. Da haben wir uns ergänzt, gerade in der Pause. Und das würde dann ja irgendwie bedeuten, dass es noch mehr Content für Mario Kart 8 gibt. Dann ist ja noch mega gut. Ja, das wäre echt cool, wenn sie da jetzt wieder so neue Strecken natürlich raushauen. Das wäre dann wahrscheinlich das größte Mario Kart so ziemlich. Ist es jetzt schon. Verteilt über mehrere Konsolen. Ja, ist echt so. Jetzt auch schon, aber das würde es natürlich noch geiler machen, vor allem mit neuen Fahrern. Alte Leute, vielleicht kann ich noch auf meinen Knochen hoffen. Weil auf den habe ich ja schon mal gehofft, habe ich glaube ich irgendwo erzählt, in einem deiner Parts, glaube ich. Warum willst du unbedingt Knochen trocken? Wir hatten Mario Kart DS schon Professor Igitt den Platz geplant. Was willst du mit Professor Igitt? Ja, der ist toll. Ach Gott, ich werde gerade von allem zerstört. Juhu. Du bist Erster, gell? Und ich muss noch sagen, bei Legend of Zelda Breath of the Wild, da ist die Grafik eigentlich schon ziemlich enttäuschend, weil... Ja, ich finde jetzt auch, dass sie nicht so ultra berauschend ist. Sie ist nicht schlecht, nee, aber ich habe halt jetzt gedacht, dass die vielleicht bei der NX übelst krass wird. Ja, ich dachte, die hätte sich ein bisschen weiterentwickelt, wenigstens seit man das erste Mal irgendwie gesehen hat, aber... Ach, Baby Mario holt mich auch noch gleich. Vierter. Herr Erster. Ja, aber hinter dir waren drei rote. Ja, ich hatte aber... Ach, egal. Ja, auf jeden Fall im nächsten Rennen dann noch... Ja... Mal schauen. Lasst euch überraschen. Wir sind ganz schön weit vorne. Also bis gleich. Ja, also willkommen zum letzten Rennen hier auf der Drachenmauer. So heißt sie, glaube ich. Was auch noch eine wichtige Sache ist, die ich mich fragen würde bei der NX. Ich meine... Es kommt jetzt dann bald für den 3DS Pokémon Sonne und Mond raus. Das ist eh schon sehr bekannt hier und so. Und ich würde mich fragen, ob dann vielleicht auch irgendeine Art Pokémon-Spiel auf der Wii U... ich sag die ganze Zeit immer Wii U. Auf der NX rauskommen will.
vielleicht auch so ein Port von Sonne und Mond oder eine Erweiterung oder gar anderes, ganz anderes Pokémon. Ich glaube, das wird wohl eher die nächste Generation dann werden, weil die setzen doch jetzt gar nicht mehr auf zwei Konsolen, also auf ein Handheld und eine Konsole. Die machen das jetzt doch praktisch zusammen, weil sie auf dem Konsolenmarkt doch nicht so viel Erfolg haben. Deswegen haben die das so gemischt auch. Ja, ja, das stimmt, aber ich frage mich dann natürlich, wie lange das dauert, bis Pokémon auf den Teil rauskommt, weil jetzt kommt ja das für den 3DS raus. Da sind nämlich jetzt schon zwei Generationen erschienen auf dem 3DS. XY und Sonne, Omega Rubin Alpha Saphir Remake. Und jetzt frage ich mich natürlich dann, wie lange das dauert, bis dann auf der Dings das erscheint, auf der NX das neue, weil es soll ja auch noch ein drittes Ding auf dem 3DS rauskommen, nämlich Sonne und Mond. Ich habe mal irgendwas gehört, dass Pokémon Launch-Titel wird oder so, aber das glaube ich irgendwie nicht. Oder ist es irgendwas anderes wie Pokémon Rumble oder was auch immer? Ja, das könnte höchstens sein, aber Launch-Titel, das wäre ein ganz schön kurzer Abstand von Sonne und Mond zu dem neuen dann. Mhm. Deswegen, naja. Sonne und Mond ist ja noch nicht mal draußen. Ja, nee, ist ja nicht. Ja, Sonne und Mond kommt am... warte, wann? Ich glaube, irgendwas im November auf jeden Fall. Ich glaube, so 17. oder 23. November, irgend sowas war's. Okay. Naja, das dauert noch, aber... Ja. War noch was auf der NX, was ich jetzt, wo wir noch drüber reden können, in dem Trailer? Weißt du noch was? Gut, es wurde noch irgendwie Skyrim gezeigt, damit kenne ich mich allerdings nicht so wirklich aus. Ach ja, genau, stimmt. Es soll ja dieses Skyrim dort rüberkommen. Ich meine, Skyrim gibt es, soweit ich weiß, nur bisher gab es auf der PlayStation oder Xbox, eins von beiden, ich glaube Xbox, gab es bisher immer nur dieses Skyrim exklusiv und jetzt, dass sie es auf die NX bringen wollen, ist ein bisschen komisch, weil ich meine, ich finde irgendwie, dass das nicht so ganz zu Nintendo passt, so ein Spiel. Die wollen ja auch andere Zielgruppen ansprechen, die wollen ja ihren Horizont erweitern. Ja, das stimmt auch wieder. Naja, und ja, ihr könnt ja dann noch in die Kommentare schreiben, was ihr eure Meinungen zu NX oder dem anderen Namen da sind. Warte, ich vergesse den nämlich auch nochmal. Switch. Ja, was zur Nintendo Switch, was euch da so einfällt, wie ihr dieses Prinzip findet und so. Und ja, und das war's dann eigentlich für den Part. Wir haben ganz gut gewonnen eigentlich gegen Lukigi und sein blaues Team. Er war ja mit Ludwig im Team, ne? Sein besten Freund. Mhm, deswegen haben wir verloren. Nur wegen dem. Er war aber echt letzter in deiner Liste. Mhm. Und wie gesagt, schreibt eure Meinung zur NX, schreibt eure Wünsche. Was denkt ihr, kommt so als Launch mit zu der NX? Zelda Breath of the Wild ist ja ziemlich sicher, aber es kann ja auch sein, dass da noch eben andere Spiele, Mario, also das 3D Mario ist auch wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, weil das ist meistens in dem Fall bei den neuen Konsolen von Nintendo, dass sie gleich so ein Mario Jump'n'Run mit raushauen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Mario Kart 8 hier mit dem werten Herrn Lukigi. Danke, dass du dabei warst, ne? Ja, tschüss. Hat Spaß gemacht. Also bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, euer Andy Gamer und Lukigi. Tschüss. Failenberg.